Baustelle, Betreten erlaubt. Dieses ungewöhnliche Schild am Stand der bayerischen Bauindustrie auf der Ostbayernschau ließ viele Kinderherzen höher schlagen. Denn wann hat man schon einmal die Möglichkeit, Nägel mit Köpfen zu machen und dabei ein Haus im Miniformat zu bauen? Wenn dann noch ein echter Kleinbagger zur Verfügung steht und selbst bedient werden kann, dann gibt es für viele kein Halten mehr. Um die Attraktion der Berufe rund um das Bauhandwerk zu verdeutlichen, scheut man bei der bayerischen Bauindustrie weder Kosten noch Mühe. Schließlich will man gerade junge Menschen zeigen, welche Möglichkeiten ihnen nach einer Ausbildung offenstehen. Wir machen das heuer hier auf der Ostbayernschau zum ersten Mal und wollen natürlich das ganze Thema Bauen etwas mehr an die Öffentlichkeit bringen, vor allem unsere Werbung um Nachwuchs. Das wird eine der Herausforderungen der Zukunft sein, qualifizierte Leute auf unseren Baustellen zu haben. Die wissbegierigen Besucher zeigten sich begeistert von den Angeboten. Kein Wunder, hatte man am Stand der bayerischen Bauindustrie doch einiges aufgeboten. Wir haben zum einen hier einen kleinen Minibagger, wo der potenzielle Nachwuchs mal üben kann, mit so einem Kleingerät umzugehen, was sehr viel Spaß macht. Wir haben dann hier die Aktion mit Baumeister gesucht, mit Harry Hammer und Niki Nagel. Man sieht hier speziell für Kindergartenalter gestaltete Werkbänke, die jetzt dann auch im Zug einer entsprechenden Aktion an bayerische Kindergärten verteilt werden, um auch hier in den Kindergärten für Technik ein wenig Reklame zu machen. Und in dem Container im Hintergrund sind zwei Simulatoren installiert, einmal für einen großen Hochbaukran und einmal für einen großen Bagger. Der Erfolg dieser Premierenaktion der bayerischen Bauindustrie sollte sich spätestens in den Bewerberzahlen für das nächste Ausbildungsjahr einstellen. Also Azubis, schnell bewerben und bald schon einen großen Bagger fahren.